Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wir waren ja hier bei unserer Monsterfalle gewesen. Haben gesagt, wir lassen es erstmal gut sein soweit. Also funktionieren tut sie auf jeden Fall. Wir müssen noch mal sehen wegen den Items droppen, ob das auch funktioniert oder ob man da noch was verbessern kann oder muss. Beziehungsweise ist die Monsterfalle ja auch, wie ich schon ein paar Mal gesagt hatte, erstmal nur so ein, ja, wie soll ich sagen, Prototyp. Ich bin natürlich erpicht drauf, einen Monster-Spawner zu finden und dort eine Monsterfalle zu errichten. So, wir haben natürlich, wie gesagt, durch unseren unfreiwilligen Tod wieder alle Items verloren und alle Werkzeuge und, ach, es ist einfach zum Heulen. Es ist zum Heulen. So, das heißt, wir machen uns erstmal ein bisschen was Neues zu essen. So, hauen hier erstmal die ganzen Felder aus der Verankerung. Wieder der ganze Mais hier, das muss alles weg. Das brauchen wir für unsere Brote. So, da müssen wir uns auch mal ein gescheites Feld bauen. Da hatte ich mir ja überlegt, dass wir uns da ein automatisches Feld bauen. Also ein halbautomatisches zumindest. Ein Feld, was eben automatisch aberntet. So, ansehen müssen wir dann zwar selber noch, aber das ist ja nicht so wild. So, jetzt legen wir uns erstmal. So, stand da jetzt gerade wirklich. McManus hat versucht, in der Lava zu schwimmen. Ist ja wohl eine Frechheit. Chuck Norris hätte in der Lava schwimmen können. So. Sehen wir erstmal hier wieder alles an. Dass das gleich mal wieder, upsala, dass das gleich mal wieder wachsen kann. Weil was soll man sonst mit den ganzen Samen? So. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, und hier auch noch. Na. Und da noch ein. So, wunderbar. So. Naja, gut. Holen wir uns erstmal Werkzeug in unserem Lagerhaus. Das haben wir aber auch in der letzten Ecke gebaut. Aber das macht nichts. So. Samen. Weizen haben wir jetzt erstmal hier. Den nehmen wir jetzt erstmal hier raus. Was haben wir hier? Hier haben wir schon wieder so einen komischen Samen. Das sollten wir vielleicht mal anpflanzen, damit ich auch mal weiß, was das ist. Hier haben wir Knochen. Da könnten wir uns ja auch etwas Knochenmehl draus machen, was natürlich das Wachstum extrem beschleunigen würde. So, drei Stück. 31 Brote. So, und da verballern wir jetzt erstmal hier die ganzen Samen. So, ja, Brote wären es nicht. Was haben wir denn hier? Ein Zombie-Brain! Ich gehe kaputt. Ein Zombie-Brain. Naja, gut. Ist ein bisschen grün. Hm. Naja. Kann man jetzt denken, was man will drüber, ne? So. So, ein Stack Erde. Den hat es natürlich nicht in der Lava verbrannt, ist ganz klar. Oh, Mann. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Holz. Das steht fest. Und deswegen eine Axt. Noch eine Axt. Eine Spitzhacke und noch eine Schaufel. Und dann haben wir eigentlich erstmal wieder alles. Und dann können wir hier... Wo ist denn eigentlich unser Schwert? Nein! Unser Schwert hat es mitgeärmelt, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Ach nö, unser Eisenschwert ist weg. Ach, das ist ja blöd. Das ist ja blöd jetzt. Achso, wir haben ja nicht mal Stickies, oder? Wir haben gar nichts, haben wir. Haben wir irgendwas, wo wir Stickies draus machen können? Oh. Ja, hier so ein bisschen Tropenholz. Das können wir noch verblembern. So, dass man uns... Quatsch. Zumindest mal wieder ein Schwert bauen. Weil das wäre ja gelacht. So, Tropenholz.
Hier wieder rein. Stickies lassen wir hier. Eisen hauen wir hier wieder rein. So, und die blöden Eimer lassen wir jetzt auch da. Da habe ich nämlich jetzt auch keinen Bock, die hier mit rumzuschleppen. Dass ich gar nicht auf die Idee komme, nochmal in der Monsterfalle rumzubauen. So, und dann gehen wir einfach mal zurück zu unserer Baumfarm und besorgen uns erstmal ein bisschen. Oder wir könnten natürlich auch was ganz anderes machen. Aber ein bisschen Holz brauchen wir trotzdem. Wir könnten natürlich auch erstmal auf Höhlenerkundungstour gehen. Das wäre ja eigentlich auch keine schlechte Idee. Dass wir sagen, hey, wir machen jetzt erstmal in so eine Höhle hier rein. Und fertig, aus, Ende. Ich überlege gerade. Gehen wir in eine Höhle vielleicht erstmal ein paar Rohstoffe farmen? Das wäre ja eigentlich nicht verkehrt. Aber dann bräuchten wir auf jeden Fall... Bräuchten wir da... Müssen wir uns noch ein Crafting Table machen, weil da müssen wir einen mitnehmen. Dass wir uns da unterwegs auch ein paar Eisenwerkzeuge machen können, weil, wie gesagt, solche Sachen wie Gold und sowas, dazu brauchen wir dann Eisenwerkzeug, um das abzubauen. Ich habe das schon mal versucht, mit so einer Steinpike hier abzubauen, dauert ewig und im Endeffekt zerbröselt der Block. Das heißt, der fällt komplett auseinander. Da bleibt nichts mehr übrig vom lieben Gold. Ja, und wenn wir dann Diamanten finden, dann brauchen wir ja auf jeden Fall gescheite Spitzhacken. Wenn wir denn Diamanten finden. Und die Frage ist, machen wir die Monster an oder machen wir die Monster nicht an? Das ist ja auch noch so ein Ding, wenn wir in die Höhle gehen. Ich würde ja die Monster ganz gerne eigentlich anmachen. Um die Spannung etwas zu heben. Oder was sagt ihr? Ich denke, man könnte eigentlich die Monster anmachen. Oder wir können es ja so machen, wir gehen jetzt noch nicht in die Höhle, wir gehen erst in ein paar Parts in die Höhle. Und zwar, was weiß ich, so ein, ja keine Ahnung, so in 3, 4, 5 Parts. Und ihr sagt mir dann einfach mal, ob ich die Monster anmachen soll oder ob ich die Monster nicht anmachen soll. So, so machen wir das. Wir stimmen einfach mal drüber ab, ob ich durch die Höhle laufen soll und einfach nur Rohstoffe farmen soll. Und quasi das Ganze dann ohne Monster mache. Da haben wir halt unsere Ruhe, können... Ja, so stark. Da haben wir halt eben unsere Ruhe, können Ruhe Monster quasi... können Ruhe Monster, können Ruhe Rohstoffe abbauen und suchen. Und andererseits hätten wir aber halt eben mit den Monstern... Hätten wir halt eben auch etwas mehr Action und Spannung drin. Wie es euch eben lieber ist. Also mir ist das total egal. Ich bin da... Eigentlich schmerzfrei. So, was ist denn jetzt hier mit den Eichensetzlingen? Kommen wir mal noch ein paar oder was? Werfen die heute keine Eichensetzlinge ab? Heute ist wohl der Tag der Unfruchtbarkeit. Der Tag der Unfruchtbarkeit. Wieso gibt es denn eigentlich sowas nicht? Ja, weil es blöd ist, ne? Weil ich gerade blöden Mist erzähle, deswegen. So, hier noch einen hin. Dann sind wieder überall welche. Und den riesen Baum hier, wollen wir den auch noch wegkloppen. Hier kommt gleich noch ein Apfel gepurzelt. Ich würde ja ganz gerne mal hier hinten das Konstrukt noch entfernen. Da muss ja noch irgendwo hier drin, muss ja noch... Auf jeden Fall Holz sein. Ja, genau da. So, ist jetzt hier noch irgendwo Holz. Da haben wir noch Holz. Deswegen gehen die Blätter nämlich auch nicht zurück. Den reicht da ein so ein kleiner Baumstamm. Oder ein so ein kleiner Ast, der da übrig ist. Und schon bleibt da hier so ein dicker Busch stehen. So. Okay. Blub, 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 blub. Haben wir wieder 1000 Sachen zum Aufsammeln. 1 Million Deko-Objekte. So, sagt, wie jetzt? Der Baum ist schon wieder gewachsen? Den großen Baum hier, den lassen wir mal stehen, weil der gefällt mir irgendwie so gut. Und wir haben ja auch schon wieder einen vollen Stack. So. Ist der Apfel jetzt hier mittlerweile mal runtergefallen? Komm her, du Apfel.
So, sammeln wir hier noch die Setzlinge ein, das noch mitnehmen. Und dann volle Pulle. Flop, 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 flop. Zack, zack, zack. So, und da haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen gescheit Holz gesammelt. Können das gleich wieder verwerten. Machen wir uns erstmal auf jeden Fall zwei Stacks draus. Das behalten wir erstmal. Und ich überlege eben, ach Mensch, gehe ich in die Höhle, gehe ich nicht in die Höhle. Ach, wisst ihr was? Vergesst das mit der Abstimmung. Wir machen es anders. Ich kann mir eh denken, was rauskommt. Es kommt bestimmt eh raus. Macht die Monster an. Und deswegen würde ich sagen, bereiten wir uns jetzt einfach mal auf unsere erste Höhlenerkundungstour vor. Meet the Monster zusammen. So, dazu brauchen wir kein Glas. Na komm. Wir brauchen. Haben wir das Glas eigentlich schon getan? Ach, das haben wir hier reingetan. So, Glas können wir wegtun. Äpfel tun wir hier rein. Baumstämme können wir auch erstmal hier rein tun. Das können wir auch erstmal hier rein tun. Brot brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir Fackeln. Und da brauchen wir auch nicht lang Fackeln. Haha. So. Fackeln, Fackeln. Das waren keine Fackeln. Das waren Fackeln. So, da haben wir erstmal eine ganze Menge Fackeln. Dann haben wir eine Axt, die werden wir eigentlich nicht brauchen, aber Spitzhacken brauchen wir auf jeden Fall noch. Davon haben wir noch ein paar. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall mal hier welche mit. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall mal aus den Eisen machen wir uns jetzt auf jeden Fall mal hier ein paar Eisenspitzhacken. Drei Stück sollten da eigentlich reichen. Eins, zwei, drei. Ups. So, Eisenspitzhacken. Ach so, seht ihr, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Und zwar erstmal das Eisen hier wieder reintun. Und ich wollte doch mal hier im Lagerhaus ein paar Fackeln anbringen, weil mir ist letztens aufgefallen, dass es hier drinnen dunkel wie im Bärenarsch ist. So, dann machen wir hier überall einfach eine dazwischen. So, so, so. Und so. Dann kloppen wir die hier weg und setzen die hier eins runter. So. Genau. Und da ist das nämlich gescheit ausgeleuchtet hier. So, wir haben Fackeln. Was brauchen wir noch? Ach so, wir bräuchten ja mal ein Schwert. Weiß ich nicht, wenn wir die Monster anlassen. Ein Schwert auf jeden Fall. Ja, doch, eins sollte reichen. Also eins insgesamt haben wir dann zwei. So, und jetzt überlege ich eben gerade, ob wir uns so einen Quatsch noch bauen. Ach komm. Kack doch drauf. Wir bauen uns jetzt hier noch eine Eisenrüstung. So, ich muss noch mal kurz überlegen, wie ging das Hemd? Das war die Hose. Das ist ein Kessel. Ach, wie ging denn jetzt das Hemd? Ach so, ja, das ist wieder was ganz anderes. Wie ging denn jetzt das Hemd? Ach so, ich glaube, so rum war es. Genau. Jawohl. So, und da haben wir unser komplettes Eisen verbraucht. Na, ist ja herrlich. So, da haben wir hier so eine Rüstung.
Das haben wir noch. Ach, da haben wir wohl nicht mal hier. Ach, Schuhe haben wir nicht mal. Egal, macht nichts. So. Brot haben wir genug. Ein bisschen Holz haben wir. Erde nehmen wir mit. Fackeln haben wir. So. Schwert haben wir. Spitzhacken haben wir. Ein Crafting Table brauchen wir noch. Oh, jetzt habe ich eine Truhe gebaut. Schild. Wie war denn das? Ach so, genau. Eine Werkbank brauchen wir noch. Genau, so, eine Truhe. Ja, wo setzen wir die Truhe jetzt hin? Die Truhe holen wir erstmal hier in die Ecke rein. So, ist wurscht. Brauchen ja unser Inventar nicht unnötig belasten. So, und jetzt haben wir die Monster ausgeschaltet. Und jetzt gucke ich mal, wie viel Zeit wir denn überhaupt noch haben in diesem Part. Ein paar Minütchen haben wir auf jeden Fall noch. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir denn überhaupt in die Höhle gehen. Das ist ja die nächste große Preisfrage. Wir haben ja eigentlich schon mal ja genug zur Auswahl. So, ich muss noch mal gucken, was haben wir hier? Hier ist gar nichts. Was ist das hier? Hier ist eine Höhle. Na, folgendes. Wir machen es mal so. Wir schalten jetzt einfach mal die Monster ein. So, fertig. Schnappen uns mal hier die Fackel. Und gehen jetzt einfach mal hier in die Höhle. Scheiß doch was drauf. Also, muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust, in die Höhle zu gehen. Aber wenn ich das hier sehe, dann wird die Lust schon wieder größer. Ich hoffe noch mal. Och, nee, das ist ja schon wieder gar nichts für mich. So, ich glaube, ich hätte mir noch mehr. Ach du grüne Neune, wo geht's denn hier noch hin? Ja, da falle ich ja vom Klau. So, wir haben auch noch Eisen. So, ich würde sagen, wir bauen erstmal schnell das Eisen ab. Was wir jetzt hier schon so toll gefunden haben und vor allem die Kohle. Weil wenn wir natürlich Kohle hier dabei haben, ist das natürlich äußerst praktisch. Na, nee, was jetzt? Boden. Geht weg. Och nee. Da unten vielleicht. Oh, ich habe schon wieder Gänsehaut hier. Das ist schon wieder gar nichts für mich. Ich höre doch was. Aber irgendwie kommt keiner. Aber wir haben ja schon wieder ein sehr schönes. Ein Skelett vor allem. Vielleicht ist das ja auch nur irgendwo in der Nähe. Aber wir haben ja schon wieder ein sehr schönes Kohlereservoir gefunden. Zum Abbauen. Das ist natürlich sehr praktisch. Oh, jetzt hörst du doch was. Irgendwo. Da ist. Nee. Ey, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Oh, Alter. Sag mal, sind die hier unten oder was? Aber wisst ihr was? Ich mach das jetzt erstmal zu hier. Und markiere mir das mal irgendwie. Oh. Und zwar hier. Nee, so würde ich es eigentlich nicht markieren. Markiere mir mal, dass hier quasi ein Durchgang ist. So, jetzt würde ich eigentlich mal noch schnell die Kohle hier abbauen, die restliche. Wenn ich denn darf. So, okay, das sieht erstmal gut aus. So, jetzt haben wir natürlich hier. Das machen wir mal hier mit. Oh, Alter, hört doch mal auf, jetzt hier rumzuzaubern. So, pass auf, wir hauen jetzt. Ey, ne.
Das ist immer so laut. Das muss doch hier direkt neben mir irgendwo sein. Jetzt hauen wir mal schnell noch das Eisen hier aus der Verankerung. So, und machen hier erstmal Part Ende. Und es geht natürlich im nächsten Part spannend weiter. An dieser Stelle hier mitten in der Höhle. Und wir erforschen. Mal gucken, wie tief es hier reingeht. Was wir so Schönes finden. Bis dahin. Tschüss.